Hörst du das? Es war Josh! Es kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Ist ekelhaft hier. Ich will nicht. Ich guck trotzdem. Mann, verdammt! Weg, weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Ich hab Angst. Ja, komm schon. Ich guck noch mal da rein. Vielleicht war da was. Nee. Mal sehen, ob wir Feuer machen können. Ist total widerlich hier. Wer kommt denn hier in Stimmung? Niemand. Angst hat man hier. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Sehr stimmungsvoll. Ich mach Feuer. Mike 1. So einfach Feuer, geht ne? Das. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Geht's noch? Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Beruhigen. Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess, ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike. Die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Nein. Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess. Ich will aber nicht. Wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Hört der uns irgendwie? Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Zeigen. Erschrecken. Blödsinn. Ne? Gefall ich dir? Nein. Oh mein Gott. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Rad? Das frage ich mich auch. Okay. Sie wird nie verstehen, was du verbindest. Ja, ja. Geschafft. Voilà. Die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen... Migräne. Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich...
Ich will ehrlich sein. Ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Oh. Du bist echt super heiß. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Ich habe Angst. Jetzt sieht er nichts mehr, oder doch? Was hat er denn auf? Sind wir ein bisschen pervers? Leute. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Ich will nicht. Kann ich die Waffe mitnehmen? Natürlich nicht. Ich bin mutig. Ich gehe ganz allein. Ich habe Angst. Wo kommt denn die Musik jetzt wieder her? Oh oh. Und das ist wahrscheinlich ihr Handy. Dein Telefon! Ist durchs Fenster geflogen worden. Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Nein, bleib hier. Hey! Komm ja, zurück. Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! So eine Scheiße! Das würde ich auch sagen. Ah! Nein! 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 Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Sind alle so neugierig hier? Ich bin nicht so neugierig. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Kurz schauen. Ashley ist nicht ehrlich, ist aber hilfsbereit. Neugierig. Hat keine gute Beziehung zu Matt. Wieso das? Ach so, weil ich ihn angelogen habe. Aber das weiß er doch gar nicht.
Aber eine gute Beziehung zu Chris. Ich bin nicht witzig, nicht tapfer und nicht romantisch. Und dann bin ich auch noch eine Lügnerin. Das ist traurig. Naja, auf in die Bibliothek, Chris. Beim letzten Mal haben wir das Hexenbrett gespielt. Und da wurde uns gesagt von einem Geist oder wem auch immer, dass in der Bibliothek Hinweise zu finden sind auf den Tod von Hannah. Ist das schon die Bibliothek? Überall tolle Masken. Was ist das? Ein Luftschacht? Wow, hast du das gesehen? Hinweis entdeckt. Licht von unten. Der Strom ist ausgefallen, aber aus dem Raum unterhalb der Bibliothek scheint elektrisches Licht. Leute. Aber der Strom ist gar nicht an. Schräg. Aber mehr Gedanken machen wir uns nicht darüber. Gehen wir in die Bibliothek. Verdammt. Zu. Schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Drück drauf. Dafür sind Knöpfe da. Was ist hier noch so? Ja, müssen anscheinend draufdrücken. Alles oder nichts. Wand geht auf, Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Du gehst. Okay. Ach, komm, Leute, könnt ihr nicht eure Freunde holen, bevor ihr sowas macht? Und wir werden gefilmt. Und eine Spinne krabbelt über die Kamera. Ich bin begeistert. Porträtfoto. Was ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Eine gruselige Nachricht an die Washington-Familie, in der mit Rache an Hannah und Beth gedroht wird. Heilige Scheiße. Schau dir das an. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Das ist eine gute Idee. Oder wir gehen einfach hier hin, wo die Tür aufgegangen ist. Wir ignorieren das mal. Wo bin ich? Ich sehe überhaupt nichts. Komm, wir gehen zu Josh. Komm, Ashley. Ist jemand hinter Hannah und Beth her? Komm, Ashley. Wenn ja, komm, dann Ashley. Wäre das wirklich beschissen. Wir ignorieren die Tür. Was ist denn Josh überhaupt?
wenn man hier was sehen würde. Hey, da! Hannah Washington. Ein Brillenetui mit Hannahs Initialien auf der Rückseite. Hannah hat ihre Brille an dem Tag getragen, an dem sie verschwand. Müssen wir jetzt ernsthaft da runtergehen? Die Tür war doch gerade verschlossen. Wo ist denn Josh hingegangen? Leute! Soll das? Was ist das denn hier für ein komisches Gebäude? Hier geht's auch nicht lang. Dann gehen wir doch einfach in die Tür, die sich so geöffnet hat. Wird schon nichts passieren, oder? Hier geht's auch nicht lang. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Das finde ich jetzt doof. Naja, egal. Auf ins Unglück. Yeah. Boah, ist das für eine Hütte hier. Vollgestopft mit ekligen Sachen. Leute. Was ist hier? November 2013, Dr. C.J. Swaffham, Abteilung für Ethnizität, Vancouver. Sehr geehrte Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Nein, ich wollte weiterlesen. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem ältesten Rat eine Spinne zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen, wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite: Habe wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag, 21.17 Uhr. Hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Der stammt anscheinend von Joshs Mom. Ein Brief von Joshs Mutter über die Stämme der amerikanischen Ureinwohner, die auf dem Berg leben. Auf die Rückseite ist ein Hinweis über einen fremden Mann gekritzelt, den sie in der Nähe der Lodge gesehen hat. Okay. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht. Sehr, sehr bald. Auf geht's. Wo sind wir hier? Geht's nach draußen? Ist wahrscheinlich abgeschlossen. Hier ist alles abgeschlossen. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen? Das Licht? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris,
wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. No. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Ash! Ash! Was? Was? Okay. Hier wird's immer schöner. Frag schon, stell deine Fragen. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Sam und Josh. Oh Gott. Ich kann es nicht wirklich sagen, aber irgendwas finde ich komisch an Josh. Und Sam ist bis jetzt die vernünftigste von allen. Deshalb sage ich mal Sam. Emily und Matt, das fällt mir relativ einfach, weil Emily einfach nur eine Zicke ist. Also Matt. Chris. Und Ashley. Das finde ich ehrlich gesagt am schwierigsten, weil ich von Ashley so gut wie gar nichts weiß. Und Chris, von Chris weiß ich nur, dass er uns erschreckt hat. Deshalb nehme ich jetzt Ashley. Mike und Jessica. Das ist auch nicht so leicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Jessica ist ein bisschen dumm, aber... Ja, ich nehme mal Mike. Josh und Emily. Ich glaube, gegen Emily hat so ziemlich jeder gewonnen. Deshalb nehme ich Josh. Chris und Jessica. Ich denke, da muss ich Chris nehmen, weil Jessica etwas umständlich ist. Bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Naja, dann wohl Emily, hm? Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder.
Aber ich will gar nicht. Hier fühle ich mich nicht so wohl. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu dieser Folge sagen soll. Die Ereignisse überschlagen sich. Jess wurde entführt. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Ashley wurde, vermöbelt, wie auch immer. Und Chris gleich mit. Und wir haben einen Mann mit einer Maske gesehen. Ich habe so meine Theorie zu diesem Mann. Aber die behalte ich mal für mich. Und ich denke, dass wir in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Und vielleicht bestätigt sich ja meine Theorie. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.